Extreme Narzissten, die versuchen mit ihrem Verhalten, ihren Aussagen im Umfeld sehr häufig Chaos und Verwirrung zu stiften. Wie genau sieht das im Alltag aus? Was sind das für Aussagen und typische Verhaltensweisen? Warum machen sie das überhaupt? Und warum lässt man sich nicht selten in diese Verwirrung mit reinziehen, sich total verwirren und vor allem auch in dieses Chaos mit reinziehen? Was kann man aber auch machen, um das viel schneller für sich zu erkennen und auch um da ganz klare Grenzen zu setzen und auch souveräne Grenzen zu setzen? Ich habe einige Tipps, am Ende natürlich auch wie immer drei Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie. Schön, dass du da bist. Vielleicht auch wieder da bist. Ja, ein wenig Chaos hat wahrscheinlich Chaosanteile. Hat wahrscheinlich jeder von uns, was wie ich finde auch ganz gut ist. Auch ich habe so 1, 2 Bereiche, wo ich durchaus auch mal ein bisschen chaotisch bin. Aber bei extremen Narzissten ist es so, ja, dass die häufig in ihrem Umfeld Chaos und Verwirrung stiften wollen. Ja, und das, wenn man im Umfeld von extremen Narzissten ist oder ihnen auch immer im Alltag, wie wir alle, begegnet, dann kann das echt nervig sein, vor allem, wenn man es nicht erkennt und da auch nicht souverän mit umgeht. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema, deswegen auch heute dieses Video. Ihr wisst natürlich bei mir keine Schwarz-Weiß-Sicht, auch kein Bashing. Aber dafür jeden Samstag frischen Content von mir mit ganz, ganz vielen Tipps. Und noch was, mein erstes Buch ist erschienen, juhu, beim Gräfe und Unser Verlag ist es rausgekommen, erschienen, und zwar letzten Dienstag. Ich bin total aufgeregt, dieses Video ist jetzt vorgedreht, von daher, ich hoffe einfach, ihr habt schon, ein paar von euch haben schon gelesen. Wenn ja, dann schreibt mir super gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob es euch geholfen hat. Ansonsten für alle, die sich dafür interessieren, hier unten habe ich es euch auch nochmal verlinkt. Ja, bevor wir jetzt starten, will ich euch auch noch sagen, das ist mir auch nochmal wichtig, wenn ihr eigene Gedanken habt zum Thema, natürlich wie immer, schreibt super gerne in die Kommentare, können wir uns da natürlich auch austauschen. Ja, wie sieht so typisches Chaos und Verwirrung von extremen Narzissten aus? Ja, das erste habe ich genannt, Informationsverwirrung. Ja, extreme Narzissten lügen ja sehr häufig. Das heißt, sie erzählen häufig einfach falsche Informationen, geben falsche Informationen auch einfach weiter. Sie sagen auch sehr oft, müsst ihr mal darauf achten, also sie mögen Lügner überhaupt nicht. Ja, verurteilen Lügner auch sehr stark, sind aber häufig, wenn ihr genau hinguckt, diejenigen, die sehr, sehr häufig und gerne lügen. Und so ist es eben auch bei Informationen. Es werden Informationen zurückgehalten oder eben auch falsche Informationen weitergegeben. Dann auch zu späte Informationen. Auch darüber versuchen sie häufig im Umfeld Chaos und Verwirrung anzurichten. Stellt euch vor, ihr habt einen extrem narzisstischen Bruder und eure Mutter, die hat irgendwie einen runden Geburtstag und ihr habt euch überlegt, ihr wollt so ein total schönes Album machen, ne? Und habt eurem Bruder gesagt, willst du nicht mitmachen? Und er sagt, ja, auf jeden Fall, das will ich auf jeden Fall. Und der ist technisch auch echt total bewandert und habt euch nie Gedanken gemacht, dass das irgendwie nicht klappen könnte, denn er schickt euch, sollte euch nun die Dateien schicken und es ist ein totales Chaos schon während des Schickens. Erst hat er es gar nicht geschickt, ihr musstet Ewigkeiten hinterherlaufen, wusstet schon, ihr müsst früh genug anfangen, weil er ist immer ein bisschen schwierig in der Richtung. Irgendwann habt ihr ihn gar nicht mehr erreicht, dann hat er euch Dateien geschickt, die hatten nicht das richtige Format, also nicht das klassische, also ihr konntet das einfach nicht öffnen. Auch das war schwierig, also ihr habt dann immer wieder hinterher telefoniert und irgendwann hat er euch plötzlich, da waren wirklich nur noch wenige Tage, weil man muss es ja erstellen, auch drucken lassen, für die Feier, ihr wolltet es dort auch schön präsentieren der Mutter, ja, und dann ist er plötzlich in den Kurzurlaub gefahren, ja, nichts war mit dem Album, ihr wolltet ihn natürlich auch nicht übergehen dann und ihr habt ihr also was anderes geschenkt, auf der Feier steht er neben euch und sagt so, ja, das Geschenk für Mama jetzt so für ihren Garten ist ganz nett, aber so ein Album wäre auch schon schön gewesen, aber ich weiß auch nicht, du müsstest mit deinem Rechner mal gucken, was da technisch irgendwie auch schief läuft, aber mit Technik hast du es ja auch nicht so. Euch stockt der Atem, dabei war er es doch, der wirklich Chaos und Verwirrung da angerichtet hatte. Ihr musstet auf die Kürze der Zeit noch was anderes irgendwie auch besorgen, hattet echt viel Ärger mit diesem Hin und Her und er sieht das scheinbar überhaupt gar nicht, sondern sieht den Fehler sogar noch bei euch für dieses Chaos und diese Verwirrung. Unterschiedliche Informationen, das ist auch etwas, was extreme Narzissten sehr oft machen. Ich finde, es geht häufig auch sogar schon echt in diesen bösartigen Bereich, wenn sie sozusagen über Bande spielen und so ein bisschen als Mittler fungieren, aber leider nicht als Vermittler zwischen den Parteien, sondern als falscher Informationsstreuer
zwischen diesen Menschen. Ja? Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch. Was meine ich damit? Stellt euch mal vor, ihr seid Unternehmen und seid dafür zuständig, so eine Firmenfeier auszurichten. Sehr traditionelles Unternehmen auch. Und ihr habt da so einen Dienstleister. Und dieser Typ, der das irgendwie macht, der hat gesagt, ja, alles klar, ich organisiere euch das. Und ich wiederum habe dann aber auch so meine Leute an der Hand, die das dann auch umsetzen und so weiter. Und unter anderem ist wichtig, so ein schönes Ausleuchtungslichtkonzept auch mit den Farben zu haben. Das wisst ihr, das ist eurem Chef total wichtig, dass da so ein paar Special Effects einfach auch sind. So, das habt ihr auch weitergegeben an den Dienstleister, der sagt, ja, gar kein Problem, da habe ich so ein ganz, ganz was Spezielles an der Hand. Machen wir. Okay, und dann habt ihr gesagt, aber ihr weißt ja auch, es muss sehr traditionell trotz allem sein. Also nicht zu freaky, ne? Bitte jetzt hier keine super Lasershow oder so, das ist nicht das, was wir wollen. Ja, er sagt, er gibt das weiter und es dauert auch immer ein bisschen verzögert, alles mit der Zeit, ihr werdet schon ein bisschen unruhig, die Feier naht jetzt, es ist ja wichtig auch, dass das irgendwie optisch alles toll aussieht. Ja, und dann präsentiert er plötzlich diese... das, was da konzeptionell gemacht werden soll, und euch trifft fast der Schlag. Ja, also die Lasershow startet irgendwie, es dampft überall, so auf diesem Film, der da produziert worden ist, wie es aussehen soll. Und ihr denkt so, hä, habe ich ihm das irgendwie falsch gesagt? Und er sagt, ja, verstehe ich irgendwie auch nicht, hatte die doch auch ganz anders gebrieft, den Dienstleister. Und so geht das die ganze Zeit dann eben hin und her und hält euch so auch permanent auf Trab, weil angeblich dieser Dienstleister von ihm keine Ahnung hatte und das nicht umgesetzt hat. Wenn man aber mal genau einen Blick drauf wirft, war es total anders, denn er hat in der Mitte gesessen quasi als Vermittler, ja, und hat diesem Dienstleister, der da quasi diese Lasergeschichte gemacht hat, gesagt, das ist ein traditionelles Unternehmen, ganz ehrlich, ein bisschen staubig, bring da mal ein bisschen Pep rein, lass es krachen und ruhig ein paar Lasergeschichten und so weiter, ja. Und somit merkt ihr selber, da sind irgendwie zwei Parteien, eine in der Mitte, die kriegen total konträre Briefings einfach auch. Und dazwischen, ja, ist es eben so, dass dieser Typ, der da beauftragt wurde, immer mehr in Rechnung natürlich stellte aufgrund des Aufwandes mit dem Dienstleister, weil er immer mehr Stunden hat und ihr vielleicht aus dem Unternehmen heraus der Druck stieg, immer gesagt habt, naja gut, dann ist es halt mehr, Hauptsache es sieht irgendwie gut aus, weil ihr auch einen Druck habt. Also das sind zum Beispiel so Bereiche, aber ihr könnt es auch im familiären Kontext haben, ihr habt irgendwie einen Vater, der im Pflegeheim ist und eure Schwester geht da irgendwie immer nur hin, weil die auch vor Ort wohnt und ihr wollt jetzt ein paar Erbschaftsangelegenheiten irgendwie mit besprechen. Das ist irgendwie total merkwürdig, weil euer Vater, also gebt eurer Schwester immer irgendwelche Informationen und Dinge mit und eure Schwester kommt immer mit ganz komischen Aussagen von eurem Vater wieder, die aber immer zu ihrem Vorteil sind. Sie möchte aber auf gar keinen Fall, weil euer Vater sich sonst so aufregt, ihr hattet nicht immer das beste Verhältnis zu eurem Vater, dass ihr jetzt auch dahin fahrt, weil ihr habt irgendwann gesagt, es reicht mir jetzt, ich fahre mal hin. Nein, lass mal, der Papa, es geht ihm auch gerade nicht so gut. Und sie ist immer Vermittlerin, aber ihr merkt auch, so langsam geht es in komische Richtungen, dass sie doch wirklich sehr, sehr stark profitiert von diesen ganzen angeblichen Missverständnissen, weil sie, wenn er genau hinguckt, auch immer initiiert. Falsche Begrifflichkeiten, auch das ist etwas im Bereich Informationen, wo Narzissten sehr, wie ich finde, zu neigen. Also sie haben häufig ein Halbwissen, Schlagzeilenintelligenz ist da ja so ein Begriff, den ich auch mal im Fachbuch gelesen habe, den ich sehr gut finde. Sie schnappen häufig etwas auf, wollen mitreden, haben aber häufig gar keine Ahnung, unterschätzen sich aufgrund des Dunning-Kruger-Effekts sehr oft. Das heißt, sie halten sich für wesentlich schlauer, als sie eigentlich sind. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, packe ich euch einfach mal hinten dran. Das ist ganz spannend. Man muss auch sagen, manchmal schaffen sie auch Verwirrung oder wollen oft auch Aufmerksamkeit schaffen, indem sie eigene Begrifflichkeiten kreieren irgendwie auch, dass die anderen nachfragen. Und sie betonen auch, muss man sagen, häufig Begriffe ganz falsch, dass das auch total verwirrend ist und man denkt, habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Das sind auch so Bereiche, die häufig auch zu Verwirrung führen können beim Gegenüber. Besonders dann, wenn man nicht nochmal ganz klar nachfragt und denkt, habe ich das jetzt hier falsch verstanden? Dann verwirrende Angaben und Bilder, auch das ist etwas, Informationen darüber zu verzerren sozusagen auch. Es ist so, dass sie häufig, wenn ihr jetzt
ich sag mal so Ferienhausangaben, ne? Wenn, gerade jetzt ist Ferienzeit, ne? Schaut man so durch. Wenn das alles so ein bisschen unklar ist, ein bisschen schwammig irgendwie gehalten ist, die Beschreibung schwammig gehalten ist, gewisse Dinge nicht klar auch geregelt sind, lassen natürlich viel Raum für Interpretationen. Beispielsweise, weiß nicht, die Endreinigung ist nicht so richtig geregelt und dann kommt nur die Aussage, ja, das kriegen wir schon immer irgendwie hin. Also denkt ihr, ihr macht das so ein bisschen wesenrein sauber und kriegt dann die fette Rechnung am Ende. Solche Sachen beispielsweise. Oder unklare und verwirrende Preisstrukturen oder gar keine, auch das kann sein, das machen Narzissten auch sehr, sehr häufig. Ihr habt zum Beispiel, bei euch, ihr wollt so ein bisschen eure Einfahrt machen, ne? Und da habt ihr einem Freund erzählt und der hat gesagt, oh, ich habe da einen Bekannten, du, das ist wirklich so ein Hansdampf in allen Gassen, der macht euch das, auch zum guten Preis. Okay, sagt ihr, gebt mal die Nummer her, sprecht ihr mit dem. Und dann sagt ihr, ja, so und so, so groß und die Steine und ja, alles klar, mache ich. Und sagt ihr, ja, was kostet das denn? Ach, das ist doch nicht viel, nicht der Rede. Was denn ungefähr? Ja, zwischen, dann sagt ihr euch so einen Preis, so eine Preisspanne, ehrlich gesagt. Ne? Ja, aber mal gucken, ja, schauen wir mal. Okay, so und dann rückt er halt an und dann sagt er plötzlich irgendwie so, ja, ich brauche da noch so ein Spezialgerät, ich habe das aber. Kein Problem, kann ich bringen und so, ne? Kostet doch nicht so viel, sagt er, ja, aber was denn genau? Kriegen wir schon hin. So, dann sagt er irgendwann, ja, müssen da noch so ein paar andere Kantsteine setzen, ich habe da aber welche liegen. Was kostet das denn, sagt er. Machen wir schon, so schlimm wird es nicht, ja? Das sieht einfach sieht super aus. Okay, sagt ihr euch, habt aber schon ein komisches Gefühl irgendwie auch. Ja, am Ende ist es fertig, hat wesentlich länger gedauert und dann kommt die Rechnung und es trifft euch der Schlag, weil das Vielfache von dem ist, von der Obergrenze, die er ursprünglich mal gesagt hat. Und fühlt euch aber verpflichtet, das irgendwie auch zu zahlen, weil das ja irgendwie auch alles so unklar war und eben auch der gute Bekannte von einem Freund von euch. Auch das ist etwas, was extreme Narzissten oft machen, da eben keine klaren Strukturen zu haben. Erst so schön und eng und plötzlich so eine Distanz in der Beziehung. Auch das ist etwas, was zu Verwirrung einfach führen kann. Bei extremen Narzissten ist es so, dass es am Anfang, habe ich euch neulich mal ein Video zu gemacht, könnt ihr auch mal schauen, hier oben und hier unten verlinkt, sehr eng ist, ne, mit ihnen. Und dass man denkt, boah, in der Liebe, und dass man denkt, boah, krass, habe ich echt den Mann fürs Leben oder die Frau fürs Leben gefunden oder wie auch immer. Ne, und, oder ihr habt irgendwie eine gute Freundin, eine Arbeitsstelle oder so, und denkt, boah, krass, ist so toll. Und es ist so schön und so nah. Und dann plötzlich kommt diese große Distanz. Auch diese Systematik kann eben zu großem Chaos und Verwirrung im eigenen Leben einfach führen, weil man immer nicht weiß so richtig, woran man ist. Zeit und Ort von Verabredung, ja. Auch das ist, muss ich ein bisschen schmunzeln, wie ihr seht, weil das wirklich sehr häufig der Fall ist. Dass extreme Narzissten, ja, die mögen es natürlich sehr oft, wenn es sich um sie dreht. Sie wollen ja häufig im Mittelpunkt stehen und man richtet sich, wenn man genau hinguckt, sehr häufig mit den Terminen, Vorschlägen immer auch nach ihnen. Ne? Wann es ihnen passt, wann sie es wollen, wie sie es wollen. Man ist da sehr häufig nach ihnen ausgerichtet. Es ist aber so, dass sie nicht selten auch, besonders dann müsst ihr mal darauf achten, wenn man selber irgendwas Wichtiges hat, ein eigenes Konzert ausgesucht oder eine Feier, wo man selber gerne hin möchte, dann kommen sie sehr häufig zu spät und sind ansonsten vielleicht akribisch pünktlich, aber da ist es dann nicht so wichtig. Oder sie haben auch dann ganz plötzlich an diesem Tag, wo diese Geburtstagsfeier ist, leider nur eine halbe Stunde Zeit. Und das ist auch etwas, wie sie sehr häufig natürlich Chaos und Verwirrung anrichten, wenn man auf sie wartet, beispielsweise sie nicht kommen, sie nicht erreichbar sind. Auch das kann das eigene Leben natürlich sehr negativ beeinflussen. Sie haben häufig auch wirklich keine Klarheit in Handlungen und Aussagen. Sie sind häufig die Fähnchen im Wind. Und das ist manchmal auch sehr verwirrend, denn auch wenn sie für eine Reihe sich total, eine Sache total engagieren, in der ersten Reihe dabei sind und man denkt, wow, sind die laut, ja, also sind die mit Herzblut dabei, heißt das noch lange nicht, dass das auch so lange so bleibt. Denn häufig sind sie auch bei Trendthemen eben ganz vorne mit dabei, aber wenn der Trend schwenkt, dann schwenken sie eben auch ganz flexibel um. Und das kann für das Umfeld, wenn ihr vielleicht jemand seid,
der sich für eine Sache wirklich, ihr setzt euch für Frauenrechte beispielsweise total ein, gerade in Ländern, wo dann noch viel Entwicklungspotenzial einfach ist, so ist euer Thema einfach, ihr seid da wirklich mit Herzblut und jetzt ist da irgendwie eine gekommen. Und die ist wirklich so dermaßen engagiert, die ist ganz vorne mit dabei, hat tolle Ideen, ja, schreibt die Politiker an, die traut sich auch was, ihr seid auch echt total begeistert. Und sie denkt so, wow, die ist ja echt super tough, die ist ja toll, die steht ja auch voll hinter dem Thema, wie sie es auch immer sagt. Sie hält auch schnell Vorträge, auch im Namen dieses Vereins, für den ihr da tätig seid, ist sehr schnell weit vorne. Ja, aber plötzlich, ja, ist sie, so wie sie da war, auch wieder weg. Und ihr hört plötzlich, dass sie sich wo ganz anders engagiert, dass sie jetzt irgendwie im Unternehmerinnen-Stammtisch irgendwie sitzt, da im Rathausnähe sozusagen und mit eurem Thema auch gar nicht mehr so richtig was zu tun haben will. Für euch irgendwie bricht die Welt zusammen. Ihr könnt das überhaupt gar nicht verstehen, wie man da die Weltanschauung eben so ändern kann irgendwie. Also Weltanschauung meine ich, das ist ja kein Kontrast in dem Sinne, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt das gar nicht verstehen, dass da jemand, der doch so viel Herzblut für etwas gebrannt hat, plötzlich weg ist, für was ganz anderes da irgendwie unterwegs ist und das auch so von heute auf morgen. Man kann sich ja mal verändern, aber ist für euch vielleicht sehr unverständlich. So ist es häufig auch und verwirrend. Bei politischen Meinungen, auch das ist etwas, wo sie wirklich ein Fähnchen im Wind sind, inhaltliche Ausrichtungen, auch thematisch. Ist es heute so und morgen so? Meinungen über Menschen werden ganz schnell geändert. Hat eine Person, war sie gestern noch persona non grata, hat sie morgen Erfolg, wird sich drangehängt. Auch das ist etwas, da kennen extreme Narzissten keinerlei Moral. Das ist natürlich für Erwachsene schon, was ich euch eben sagte, wenn ihr so in so einem Verein engagiert seid, echt verwirrend. Verwirrend, aber auch gerade für Kinder von extrem narzisstischen Eltern, die so ein Verhalten leider auch im Alltag eben haben, die kriegen das mit und wachsen natürlich in diesen chaotischen Strukturen eben auf. Sie merken, dass die Eltern immer wieder mit ihren Meinungen auch schwanken und in ihrem Verhalten, dass sie sich darauf nicht verlassen können. Das ist natürlich auch Gift. Schwierig auch, wenn ihr in einem Unternehmen seid, wo euer Vorgesetzter oder das ganze Unternehmen auch so wahnsinnig schwankend ist. Auch das kann sehr verwirrend sein, auch belastend fürs Leben. Da muss man auch sagen, sie nutzen häufig auch Verwirrung für sich selber, indem sie über Verwirrung sich Vorteile erschleichen wollen. Falsche Titel habe ich hier reingeschrieben, Lebensläufe, Berufsbezeichnung. Extreme Narzissten lieben es halt auch da zu verwirren und wie gesagt, durch diese Verwirrung Vorteile zu bekommen. Sie schauen gezielt nach Graubereichen, ne? Das ist jetzt, weil die irgendwelche Titel sind, wie gesagt, Berufsbezeichnungen, wo es vielleicht etwas nicht geschützt ist, irgendwelche Begriffe nicht geschützt sind, rechtliche Bereiche werden da aber nicht selten auch sogar überschritten. Es werden diffuse Lebensläufe irgendwie kreiert, wo so alles nicht so ganz klar und sauber vielleicht auch ist. Und ja, sie wollen sich dadurch Vorteile eben verschaffen. Sie sind häufig, muss man sagen, ja auch faul. Und da denken sie sich, naja, die anderen und unterschätzen das Umfeld oft auch. Die anderen merken das nicht. Und dann mache ich das eben einfach und versuchen dadurch durch diese verwirrenden Informationen eben auch ihren Vorteil zu bekommen. Ja, warum machen Sie das? Ein paar Worte dazu. Sie mögen es, muss man ehrlich sagen, diesen Effekt der Verwirrung, diesen Effekt der Strippenzieher im Hintergrund, in der Mitte zu sein und für Chaos im Umfeld auch zu sorgen und für Verwirrung. Sie mögen das oft einfach, ne? Es ist etwas, wo dann im Umfeld eben auch keine Ruhe zum einen einkehren kann, keine Harmonie und auch keine Nähe. Das mögen sie eben auch gar nicht, ja. Und es ist eben auch so, dass sich dann alles um sie dreht, was jetzt erstmal komisch anhört. Denn wenn ihr euch mal anschaut, man möchte doch an sich nicht jemanden wie die Schwester da warten lassen. Ja, ist doch schon nett, dass sie es überhaupt macht, aber bei Narzissten ist es vom Denken her oft nicht so. Die finden das ganz gut, wenn Menschen auf sie warten, auch bei Verabredungen, ne? Sie haben da häufig auch kein schlechtes Gewissen in dem Falle, sind aber meistens, müsste man darauf achten, höchst beleidigt, wenn man sie mal warten lässt. Sie sind häufig auch sozusagen wie Aale, die sich häufig mit Ausreden auch sind nicht verlegen, da irgendwie auch
hinter keinem Thema oftmals stehen und da eben auch sehr nicht verlässlich sind. Sie haben einen geringen Selbstwert und deswegen müssen sie häufig da auch ein Fähnchen im Wind einfach sein, um möglichst nicht anzuecken, um möglichst ja viele Fans sozusagen auch um sich zu scharen, um an der Masse auch einfach mitzuschwimmen. Und sie haben häufig auch keine eigene Meinung, muss man wirklich sagen, und schauen eben einfach, was gerade passt. Und das ist natürlich, wenn man jemand selber ist, der vielleicht sehr, ja, sehr viel nachdenkt, sehr engagiert ist, für ein Thema auch brennt, ganz, ganz schwer dann natürlich nachvollziehbar, wie man da so wahnsinnig oberflächlich sein kann. Sie sind manchmal auch, wenn jetzt so Verwirrung in der Sprache auch einfach kommt, ne, mit diesen Begrifflichkeiten oder diesen komischen Betonungen, was ich euch gesagt habe, wo man vielleicht auch selber denkt, habe ich jetzt irgendwie selber verstanden, muss man sagen, sind sie da manchmal auch nicht besonders schlau. An manchen Punkten, sie suggerieren das manchmal, weil sie einfach viel reden, weil sie scheinbar überall mitreden können. Oftmals hat das aber wirklich wenig Bestand und da muss man auch sagen, da überschätzen sie sich nicht selten. Ihr Wissen und Können und machen sich dann natürlich manchmal auch lächerlich, denn sie unterschätzen häufig eben auch ihr Umfeld. Ich habe euch das gesagt mit diesen Fehlinformationen, diesen komischen Graubereichen und so nach dem Motto, merkt doch eh keiner. Ja, natürlich merken die Menschen das eben auch, aber das sehen extreme Narzissten oftmals nicht und versuchen da vielleicht erstmal auf einen schnellen Weg die Menschen im Umfeld zu verwirren, um ihren Vorteil irgendwie auch zu haben. Sie sind auch sehr schnell darin, eben das Ganze umzudrehen. Also wenn man sie eben darauf anspricht, darf ich gleich mal sagen, was man da so machen kann, dann verunsichern schnell. Jetzt hast du aber falsch verstanden. Das hast du schon öfter falsch verstanden. Ja? Und das ist etwas, was Narzissten einfach sehr, sehr häufig machen. Da muss man auch mal ein bisschen drauf achten und sich nicht verunsichern lassen. Ja, warum merkt man es oft nicht? Macht diese Verwirrung häufig auch mit? Lässt sich da vielleicht auch so ein bisschen in dieses Chaos mit reinziehen? Ja, weil man vielleicht erstmal sehr häufig auch den Grund dieser Verwirrung des Chaoses bei sich sieht. Ja, das, was ich eben gesagt habe, extreme Narzissten wollen das eben auch immer, dass der andere denkt, naja, das ist doch, liegt doch an dir. Ne? Wenn ihr selber sehr reflektiert, vielleicht ein bisschen zu reflektierte Menschen seid, denkt ihr, oh ja, nee, stimmt, lag vielleicht auch an mir. Und das kann sein, dass man da dann eben nicht die Grenzen zieht. Man muss sagen, es ist so, dass man als Kind in diesen Verhältnissen aufwachsen kann, in diesen wirklich sehr verwirrenden, chaotischen Zuständen mitunter auch. Und da muss ich mal sagen, habe ich einen interessanten Artikel gefunden von dem Dr. Mark Griffiths, PhD, Professor an der Nottingham Trent University UK. Und der hat in seinem Artikel, den ich euch natürlich unten verlinkt habe und auch auf meinem Blog, eine Suchtberaterin interviewt. Und zwar ging es da ums Thema so Chaos-Sucht. Ja? Und die hat was ganz Schönes gesagt. Die sagt, in unserer Herkunftsfamilie haben wir uns nicht sicher gefühlt, wenn man eben aus extrem narzisstischen Elternhäusern kommt, die chaotisch sind. Das Einzige, was wir sicher wussten, war, dass eben nichts sicher war. Das Leben war völlig unvorhersehbar. Wir wurden darauf konditioniert, im Chaos zu leben. Und das Chaos ist, muss man auch sagen, natürlich, das sagt sie hier auch, in extrem narzisstischen Elternhäusern häufig sogar ganz unsichtbar, denn es herrscht quasi nach innen. Nach außen waren die Eltern mitunter ganz anders in ihrem Auftreten einfach auch. Oder sie waren auch, sie schrieb hier, Superkontrolleure. Und nach außen schien das Leben mitunter auch perfekt zu sein, aber unter der Oberfläche totales Chaos. Die unsicheren und chaotischen Zustände in dem Leben waren für die Außenwelt nicht sichtbar oder eben offensichtlich. Trotz des Anscheins, alles unter Kontrolle zu haben, erlebten wir ein andauerndes Chaos, entwickelten eine Toleranz für das Chaos. Und dann schreibt sie hier, ich glaube, wir wurden süchtig nach dem Chaos. Ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass ich nie ein wissenschaftliches Experiment durchgeführt habe, um diese Theorie zu untersuchen. Sie basiert auf der Beobachtung von zahlreichen, sie hat hier gesagt, Alkoholikern und Süchtigen und ihren Verhaltensweisen. Ja? Das war mir wichtig, euch das mal zu sagen, denn es kann gut sein, es ist auch mitunter eine mögliche Auswirkung, dass ihr tatsächlich selber vielleicht eine Tendenz habt zum Chaos.
Oder auch zum totalen Gegenteil neigt, zu einer Kontrolle vielleicht auch, weil dieses Chaos so dermaßen ablehnt oder früher auch die Rolle des, ja, dass ihr das Chaos irgendwie zu Hause versucht habt, in den Griff zu bekommen. Ja? Und das ist wichtig. Wie gesagt, das sind jetzt also diese Chaossucht, so gibt es, ich sage mal nicht als Krankheitsdiagnose oder so, aber ich fand es super, super spannend, weil man sich dann so ein bisschen herleiten kann, aus extrem narzisstischen Elternhäusern mitunter auch, wo das eben herkommen kann. Man ist eben dieses Chaos und Drama gewohnt. Man akzeptiert dadurch vielleicht auch tatsächlich viel zu viel Verwirrung und Drama im weiteren Leben, ne? Dass man sich Freunde sucht, einen Job und so. Man ist da immer noch, hat immer noch diese Rolle, vielleicht dieses Chaos da irgendwie zu ordnen, ja, oder hat, wie gesagt, das Chaos auch im eigenen Leben. Es ist quasi normal, man findet das mitunter sogar auch ganz spannend. Auch das kann durchaus sein, merkt aber auch, es tut einem echt nicht gut. Ja, das kann nämlich, habe ich ja auch geschrieben, zu ein paar Problemen führen, wenn ihr das ständig habt. Für diese Verwirrung von Narzissten eben im Umfeld, dieses Chaos, was dann eben auch ins eigene Leben schwappt. Wenn man im engen Umfeld das immer wieder hat, ist das einfach anstrengend. Und anstrengend, verwirrend, und ich denke auch nicht, dass es gerade für die wirkliche Gesundheit, für die Entspannung, die ja wichtig ist, für eine Körper, Geist, Seele, das hängt ja auch zusammen und das ist natürlich nicht wirklich förderlich, ne? Man denkt, wie gesagt, es ist ganz normal, zieht diese Menschen halt echt an. Dating-Chaos zum Beispiel, ne? Ihr datet irgendwie und da kommt ein Typ echt schon zum ersten Date eine halbe Stunde zu spät, okay. Zweites Date auch wieder Chaos und ihr zieht da echt keine Grenze, weil ihr denkt, ist normal oder wie gesagt, findet es auch noch irgendwie aufregend. Ihr habt Freundschaften, die unzuverlässig sind, die verwirrend sind, Freundinnen, wie gesagt, die auch so ein Fähnchen im Wind sind oder so, ist für euch total normal. Im Job ist der Chaoszustand, der täglich da ist und du fühlst dich da wie jemand, der dieses Chaos im Job, der den Chef, die Zustände dort jeden Tag wieder neu ordnet. Und dessen muss man sich natürlich auch erstmal bewusst werden. Man sehnt sich nach Ruhe vielleicht auch, das kann eben auch sein, arbeitet sich daran ab, aber man schafft es einfach nicht, dieses Chaos im Umfeld zu orten. Es kann auch sein, dass ihr eine extrem narzisstische Mutter hattet, wo ihr noch heute versucht, dieses Chaos bei ihr zu ordnen im Leben, das sie hat und wie gesagt auch sonst eine Partnerschaft auch habt. Und aber es wird euch immer suggeriert die ganze Zeit, ja, du bist doch schuld am Chaos. Du bist doch diejenige, die etwas falsch versteht. Und man nimmt es vielleicht auch blöderweise aufgrund dieser Dynamik, wenn ihr da wirklich tief drin seid, an, weil ihr denkt, hey, es muss doch an mir auch liegen und arbeitet euch immer wieder ab. Aber ihr scheitert ja quasi auch immer wieder, was natürlich auch Gift ist fürs eigene Leben und den eigenen Selbstwert. Man bleibt mitunter auch in diesen chaotischen Freundschaften, verwirrenden Freundschaften, weil man keine, oder auch im Job oder so, ja, weil man eben keine anderen Optionen vielleicht auch für sich sieht. Und man verbleibt mitunter auch in diesem Chaos-Jobzustand, wenn man, wie gesagt, auch denkt, es liegt an einem selber. Es kann auch, wie gesagt, sein, durch das Chaos zu Hause eben zu diesem anderen Extrem, es kann auch zu Problemen führen, zu tendieren einfach, dass man eine unfassbare Struktur einfach für sich selber auch braucht, dass man nicht so gut sich verändern kann einfach, dass man damit ganz schlecht zurecht einfach auch kommt, eben weil man sich so vielleicht auch danach gesehnt hat und das auch vielleicht die Rolle war, diese Kontrolle einfach auch zu haben. Aber das muss nicht so bleiben, deswegen habe ich natürlich wieder mal einen ganzen Schwung Tipps für dich, ne? Ja, was kann man aber auch machen, wenn man ja mit Narzissten zu tun hat, die extrem chaotisch und verwirrend sind? Was kann man aber auch selber machen, wenn man vielleicht so ein bisschen Hang zum Chaos hat? Ich habe ein paar Tipps für euch. Das allererste ist, schau dir echt mal dein Umfeld an. Ne? Wo herrscht da Chaos und wie wird dieses Chaos und diese Verwirrung immer ausgelöst? Bei welchen Personen, in welchen Situationen machen sie das einfach und wie reagierst du einfach darauf? Bist du oft derjenige, der das Chaos anderer Menschen auch wirklich immer wieder ordnet und auch auf Verwirrungen, die da sind, immer insofern eingeht, dass du immer denkst, oh, vielleicht liegt es ja wirklich auch an mir, vielleicht bin ich ja wirklich auch der Grund dafür. Das ist, glaube ich, wichtig, sich da mal ein ganz, ganz klares
Bild zu machen. Auch von den Menschen, bei denen das immer wieder passiert. Das ist nämlich auch ein Phänomen, dass es so sein kann, dass es vielleicht bestimmte Menschen gibt, wo es immer wieder diese Verwirrung, dieses Chaos irgendwie auch gibt. Und da auch mal zu gucken, hey, wie ist das eigentlich, wenn das nur bei einzelnen Menschen ist? Ist das wirklich immer nur da und ansonsten nicht so? Und wie sind diese Menschen? Ist es vielleicht, wie ich euch gesagt habe, ne, so ein Fähnchen im Wind? Ist es immer der Bruder, bei dem dieses Chaos irgendwie auftritt? Das ist wichtig, sich da ein Bild zu machen und dann eben auch, und da komme ich zu den ganz klaren Grenzen, einer ganz klaren Haltung, die man durchaus entwickeln sollte. Denn je klarer du bist, umso klarer du da auch kommunizierst und auch Grenzen setzt, umso weniger haben eigentlich auch extreme Narzissten die Chance, wirklich Chaos und Verwirrung zu stiften. Ich habe euch eben gesagt, bei dem Beispiel, ne, wenn sie in der, ich sag mal, in der Mitte als Vermittler agieren, aber eigentlich nur als Chaosstifter, hey, einfach mal zu gucken, diese Person, mit der quasi über die vermittelt wird, einfach mal da auszublenden oder einfach auch nicht mit ins Boot zu holen und einfach mal direkt zu kommunizieren, direkt nachzufragen bei der anderen Person, denn darüber kann sich schon viel klären. Wenn eine klare Kommunikation herrscht, dann gräbt man extremen Narzissten auch einfach das Wasser ab. Wichtig ist auch, ich habe euch gesagt, eben mit diesem Typen, der immer eben, ach ja, ich machte das mit diesem Bauarbeiten, ich habe da jetzt keine Preisliste oder habe überhaupt gar keinen richtigen klaren Preis, fordere ihn ein. Ja, sag, ich möchte das aber gerne haben und wenn diese Menschen das nicht machen, dann nimm vielleicht eher Abstand. Das ist auch eine ganz, ganz wichtiger Tipp von mir. Frag immer klar nach und schau eben auch genau hin. Ne? Was ist der Hintergrund einer Person? Frag nach, komm dir da auch nicht komisch vor, lass dich da auch nicht abwimmeln. Wenn du zum Beispiel ein Haus baust, was den Dienstleistern, schau einfach mal genau hin, schau dir die Firma an, schau mal einfach, wie sind die aufgestellt, was du auch für Firmendaten bekommst, bei North Data oder so, einfach mal reinzugucken, was ist eigentlich der Hintergrund dieser Firma, ist das auch alles stabil, dass du da nicht auf irgendwelche chaotischen Zustände irgendwie reinfällst. Schau dir auch immer komische Bezeichnungen an, Begriffe und wenn etwas dir komisch und diffus vorkommt, einfach genau hinzugucken. Du musst da nicht paranoid werden, aber ich finde, es macht durchaus Sinn, da mal einfach hinzugucken. Habe ich eben schon gesagt, was ich hier noch hingeschrieben habe, beende dieses Überbandespielen. Wie gesagt, je klarer du auch kommunizierst, wenn du direkt mit Personen kommunizierst, dann ist da für das Verwirrspiel einfach auch wenig Platz. Ich finde auch, konsequent zu handeln ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also zum Beispiel mit dem Bruder ganz klar zu sagen, wenn so Deadlines sind, dann und dann ist die Deadline. Wenn du es bis dahin nicht in der und der Form lieferst, tut's mir leid, dann mache ich es alleine. Oder auch, wenn dich jemand immer wieder vielleicht auch versetzt, zu sagen, entweder ich habe da keine Lust mehr drauf oder auch einfach gar nicht mehr zu warten und dann auch selber zu gehen. Also diese Konsequenzen einfach auch zu ziehen. Man kann natürlich auch einmal erstmal drüber reden, sollte man eben auch, aber wenn dann auch wirklich keine Einsicht kommt, diese Person sich immer wieder so verhält, dann auch wirklich konsequent zu handeln und dann eben auch ja, für sich zu entscheiden, wie eng ist diese Person in meinem Leben. Bei wirren Begriffen, die irgendwie kommen oder Betonung oder so, ruhig auch zu korrigieren oder auch nachzufragen, auch das ist ein Punkt. Ich finde, wie gesagt, such dir ein klares Umfeld durch so ein Verhalten, selektiert sich da einfach auch, muss man sagen, sehr viel. Extreme Narzissten mögen das eben häufig nicht, denn wie gesagt, da wo so klare Strukturen herrschen, da können sie oftmals keine Chaos verbreiten und keine Verwirrung. Und wenn du selber zum Chaos neigst, das kann ja durchaus sein, da muss man natürlich gucken, woran liegt das, was steckt dahinter. Oberflächliche Tipps quasi, also für so für den Alltag habe ich in dem Artikel gefunden, auch fand ich ganz gut. Zu meditieren ist zum Beispiel eine gute Sache, Social Media Pausen zu machen. Und hier stand noch drin, sich die Hände und Füße schmutzig zu machen. Das heißt tatsächlich so ein bisschen aktiv zu sein, auch draußen aktiv zu sein. Und so ein bisschen, bisschen positive Dinge auch fürs Leben zu tun. Drei Fragen noch. Als erstes, hast du viele chaotische und verwirrende Menschen im Umfeld? Neigst du vielleicht in manchen Punkten auch zum Chaos? Das zweite ist, wie sieht das genau aus? Mit wem und in welchen Situationen ist vor allem Chaos und auch Verwirrung da? Und das dritte ist, wie kannst du eine klarere Haltung für dich selber da entwickeln?
Wenn du jetzt Fragen hast, Tipps brauchst, können wir super gern telefonieren oder auch skypen bzw. uns über Videocall unterhalten. Schau mal bitte auf meinem Blog dann vorbei, da kannst du auch online buchen. Mein Buch kannst du auch dir gerne mal angucken, wenn du magst. Auch natürlich unten verlinkt. Ansonsten, wenn das Video gefallen hat, likes natürlich total gerne, schick es auch an jemanden, dem es vielleicht weiterhelfen kann. Ansonsten wünsche ich dir eine zauberhafte Sommerwoche. Ich hoffe, du genießt es. Vielleicht hast du ja auch frei, hast du Urlaub, entspannst ein wenig in der Sonne und ich freue mich total, wenn du nächsten Samstag wieder dabei bist. Ich für meinen Teil bin dann auch meine Schiene los, freue ich mich auch schon. Also ich habe mein Mittelfußknochen gebrochen gehabt, also dann kann ich auch wieder gehen jetzt und freue mich total, wenn du nächsten Samstag wieder dabei bist. Macht's gut, bis dann, ciao!